Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde. Ihr fragt immer die ganze Zeit, hey Doc, kannst du bitte diesen Controller testen? Und es ist soweit. Ich habe euch bereits den Sony DualSense Edge Controller gezeigt, den Razer Wolverine V2 Pro. Und jetzt ist es soweit, ich habe den Vitrix Controller. Vitrix? Auf jeden Fall ist das ein Controller, den ihr unbedingt in meiner Sprechstunde sehen wolltet, damit ich diesen euch zeige. Denn es soll der beste Controller sein, laut euch. Das prüfe ich jetzt auch noch. Und er kostet weniger wie 200 Euro. Also günstiger wie hier die anderen zwei. Zudem kannst du jetzt abstimmen. Daumen nach oben, wenn ich zu den Controllern noch eine weitere Sprechstunde für euch drehen soll. Dann hast du nämlich jetzt die Möglichkeit, in die Kommentare zu schreiben. Stell mir deine Fragen zu den Controllern, zu diesem Controller oder schreib mir bereits Feedback, falls du einen von diesen Controllern hast, deine Pluspunkte, deine negativen Punkte und ich gehe in den nächsten Sprechstunden zu den Controllern nochmal drauf ein. Der heutige Sponsor ist Athletic Greens. Ich persönlich bin schon extrem früh in die Berührung gekommen, fehlende Bausteine in der Ernährung über Trinknahrung zu mir zu nehmen, damals 2009 in der Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Als ich dann 2022 wieder angefangen habe, mich um meine Gesundheit zu kümmern, habe ich von verschiedenen Anbietern verschiedene Vitamine und lebende Kulturen eingenommen. Dennoch tue ich mir heute mit Gemüse und Greens extrem schwer und es fehlte im Körper dennoch wichtige Bausteine. Dann habe ich unverbindlich angefangen, AG1 von Athletic Greens zu probieren. Ich habe es zu Hause, unterwegs, auf Reisen, in meinen täglichen Alltag mit eingebunden und genutzt. Mein Körper nimmt es extrem gut auf. Ich habe alles Wichtige abgestimmt in einem Produkt, ohne von verschiedenen Herstellern zu unterschiedlichen Zeiten einnehmen zu müssen und dann immer ein großes Gepäck ins Büro oder auf Reisen mit mir mitzuschleppen. Wir haben 75 hochwertige Inhaltsstoffe und 9 synergetische Produkte. Das sind Inhaltsstoffe, wenn diese zeitgleich eingenommen werden, eine verbesserte Wirkung haben. Wir haben zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Pilze, lebende Kulturen und Botanicals drin. Also gedacht für jeden, der Lücken in seiner Nahrung schließen möchte, viel reist und wenig Zeit hat, Sportler und dem die Gesundheit wichtig ist. Frei von Gentechnik und künstlichen Inhaltsstoffen, vegetarisch, vegan. Empfehlung hier, ab 18 das Ganze. Nutze jetzt meinen Link, da gibt es ein Sonderangebot. Du kriegst eine Willkommensbox und ein kleines Geschenk. Das ist der Vitrix Pro BFG Controller von PDP. Es ist ein Brand, der schon länger auf dem Markt ist, vermehrt in Amerika, auch dort wirklich zu einer der beliebten Brands gehört, jetzt langsam auch hier nach Europa bzw. Deutschland gekommen ist und mit diesem Controller ein heftiges Standing einfach raushaut. Denn es ist einmal ein lizenzierter Controller und das Besondere, er funktioniert auf der PlayStation 5, auf der PlayStation 4 und auf eurem PC. Er ist komplett individualisierbar, ähnlich wie wir das Ganze aus der Astro-Welt und aus der Trustmaster-Welt kennen. Nicht so wie beim Edge-Controller, sondern hier nochmal ein paar Schritte weiter gedacht. Und ich bin mal gespannt, wie er sich anfühlt und was er so kann. Hier sehen wir nochmal den groben Überblick, aber viel wichtiger ist es, jetzt zu erfahren, was wird mitgeliefert. Okay, er wird schon mal in einem Case geliefert. Anleitung. Die Gebrauchsanleitung. Okay, den Lieferumfang. Violettes Ladekabel. Wir haben hier USB-C. Der Controller. Ah. Wir haben hier einmal einen Dangle. Denn der Controller funktioniert sowohl mit Kabel als auch kabellos. Mit dem neuesten Software-Update sogar anscheinend bis zu 40 Stunden. Dann haben wir hier Ringe, die sich da draufsetzen lassen für die Sticks. Und jetzt kommt ein Modul, ein Fightpad für jeden, der Beat'em Up feiert, wie zum Beispiel Tekken oder Street Fighter. Kann hier das Modul einfach austauschen, switchen und dann hast du die Möglichkeit, mit 6 Tasten Kampfspiele zu spielen. Dann wird hier nochmal Werkzeug mitgeliefert. Dann gibt es 1, 2, 3 verschiedene Steuerkreuze. Und dann haben wir hier Sticks. Einen hohen, einen kurzen. Also haben wir nochmal verschiedene Sticks. Lässt sich auch austauschen.
Nehmen wir ihn mal in die Hand. Wie fühlt er sich an sich an? Die Gummierung hier, der Grip, lässt ihn eigentlich echt vernünftig wirken. Man merkt, das ist ein Controller, der unter 200 Euro kostet. Die Trigger anders. Mechanische Bumper. Normale Tasten. Okay. Also fühlt sich definitiv anders an. Wie jetzt zum Beispiel ein PlayStation 5 Controller oder wie ein Xbox Controller. Hat ein eigenes Gefühl. Liegt anders in der Hand. Müsste man in den tieferen Test nochmal ausprobieren. Ansonsten hat er hier oben nochmal Tasten. Hier oben nochmal Tasten. Und hinten vier Pedals. Das sind die Pedals und liegen aber echt gut von der Positionierung her. Keine mechanischen Pedals, aber die Positionierung gefällt mir. Also für meine mittelgroßen Hände ist die Positionierung definitiv gut gewählt. Und du hast hinten die Trigger-Stop-Funktion. Zack, eingerastet. Sollen insgesamt 5 Höhen sein. Du drückst drauf. Kannst das einstellen. Ja. So wie ich das verstehe, du drückst ihn einmal und ist er eingerastet. Du hältst ihn gedrückt, kannst komplett nach unten drücken, dann ist er wieder komplett unten. Oder du drückst, je nachdem, wenn du sagst, ich will ihn ungefähr in der Mitte haben, dann lässt du los. Und dann speichert er sozusagen anhand der 5 dir zur Verfügung stehenden Höhen die Tiefe. Also es ist eine kleine Spielerei, aber ein interessanter Punkt definitiv für die Zukunft. Dann hast du hier die Möglichkeit, ein Klinkenkabel anzuschließen vom Sound her. Hast du hinten eine Profiltaste, indem du sie einfach drückst. 3 Profile kannst du speichern. Ansonsten Remapping-Funktion, entweder gedrückt halten, dann drückst du ein Pedal und dementsprechend die Taste, die du haben möchtest, dann speichert er das Ganze. Du hast aber auch eine Software, aber die Software gibt es so nur auf dem PC, also ähnlich wie damals in der Nacon-Zeit, wo du dann am PC nochmal remappen und alles einstellen kannst. Das heißt, wenn du keinen PC hast, sondern nur eine PlayStation 5 oder eine PlayStation 4, heißt es, du kannst nur am Controller diese Remapping-Funktion benutzen, aber die Software nicht, weil die gibt es weder auf dem Smartphone noch auf deiner PlayStation. Dann hast du hier den Regler PC. PlayStation 4 Modus oder PlayStation 5. Und ansonsten kannst du dich frei austoben. Genauso gelöst wie beim Astro C40 damals, indem du hier diese Schrauben löst. Und dann lässt sich das Modul einfach rausschieben. Komplett zum Beispiel. Hast du hier dein Fight Pad, das geht dann hier drauf, dann hast du diese, oha, oha, hey, mechanische Tasten, nee, ich will die Tasten hier haben, oha. Das wäre cool. Es sind immer beide Module, die du austauschst, also es sind nicht 4 einzelne, sondern immer ein großes Modul, was sich aber dann nochmal nachträglich hier herausnehmen lässt, hier dann so rausschieben, hier dann einfach rausziehen, dann einfach austauschen. Die Kappe? Ne, die Kappe brauche ich noch. Ah ja. Okay, die Kappe bleibt dann. Dann stecke ich die Kappe wieder drauf, nehme ich den Stick, dann sage ich, nee, das will ich nicht. Lässt sich einfach rausschieben. Dann sagen wir, pass auf, wir wollen ein normales Steuerkreuz. So. Einfach drauf. Okay. Dann wollen wir aber. Aha.
Das ist aber... Naja. Lässt sich dann auch noch mal raus. Stecken anstatt rund. Hast du hier dann so kantig. Das ist dann noch mal für den Fighting-Modus. Also für die Beat'em-Ups ist das eine geile Geschichte. Theoretisch, wobei du dann eher mit dem Steuerkreuz kämpfst, aber dennoch ist das möglich. Dann nehmen wir den Controller her und sagen, ja, ich habe jetzt Bock auf ein PlayStation-Layout, ja. Reingeschraubt. Ne, das ist dann natürlich nicht mehr richtig. Raus. Okay, dann haben wir ein PlayStation-Layout. Wirkt aber sehr eng. Haben wir einen Standard-Controller da? Standard-Controller, nur mal zum Vergleich, ihr seht hier, die Ergonomie ist definitiv anders. Ich würde sagen, er ist kleiner, gewöhnungsbedürftig, aber möglich, so zu zocken. Naja, bin ich gespannt. Ich gehe jetzt ins Labor, schließe ihn direkt mal an der PlayStation an und gebe euch mal so den ersten Eindruck und ihr nutzt jetzt so lange die Chance. Schreibt mir jetzt nochmal eure Fragen in die Kommentare. Welche Controller soll ich miteinander vergleichen? Also, ins Labor. Der wichtigste Trick ist natürlich, vor lauter Funktionen PlayStation 5 einzuschalten und hinten Kabel gebunden. Dann drücken wir drauf. Okay, also komplett rein, drücken. Funktioniert, muss man wissen. Theoretisch ist er ja jetzt verbunden. Dongle reingesteckt, PlayStation 5, kabellos Modus drücken. Also kabellos hat er aktuell bei mir keinen Bock zu funktionieren. Muss ich vielleicht ein Update ziehen am PC? Ist natürlich für den doof, der nur eine PlayStation hat, aber keinen PC. Müsste sich einen PC organisieren und dann die Software runterladen und ein Update ziehen. Ich krieg keine Verbindung. Der Dongle leuchtet, der Controller leuchtet. Vielleicht gibt es aber auch noch eine Funktion, um die nochmal zu pairen. Vielleicht habe ich irgendwas gedrückt vorhin und aus Versehen ihn einfach getrennt. Da gibt es eine Anleitung. QR-Code scannen, ganz wichtig, nicht wegschmeißen. Und da steht auf Englisch, wie wir ihn rekalibrieren können. Aber jetzt bin ich gezwungen, erstmal Kabel zu spielen. Tasten lassen sich schon mal gut drücken. Passt auf jeden Fall, kann man nichts sagen. Also vom Layout ist es sehr ungewohnt, dass der hier sehr, sehr nah sitzt. Aber ich denke, man gewöhnt sich dran. Okay, wir müssen hier hinten gedrückt halten, zack. Ja, hat angenommen. Nochmal gedrückt halten. Gedrückt halten, Kreis. Also haben wir hinten, jawohl, haben wir. Ups. Okay. Man muss sich dran gewöhnen, wieso du kannst nur hinten mit dem Ringfinger drücken. Für die, die gerne mit dem Mittelfinger die Tasten drücken, könnte auch gehen, ja. Aber an sich ist der Controller so konzipiert, wie ich das merke. Dass du hinten gezwungen bist, mit den Ringfingern zu drücken und nicht mit dem Mittelfinger. Man gewöhnt sich daran, das ist alles eine Übungssache. Es funktioniert, wie ihr ja seht. Aber die Sticks fühlen sich auch komisch anders an. Bin schneller, zu schnell ein bisschen. Also nach rechts dreht er sich links sehr schnell. Das ist so mein erster Eindruck. Aber man kommt recht schnell rein. Kommen wir zum ersten Fazit. Wenn ihr möchtet, dass ich ihn gegen andere Controller antreten lasse und nochmal tiefer teste, jetzt wie gesagt Kommentarfunktion nutzen. Ich hätte mich gefreut, wenn wir hier die Trigger
so eine Art Klicksystem hätten. Bedeutet, wenn du schon die Möglichkeit hast, ihn in 5 Positionen zu bringen, dass er so rast einrastet, so klack, 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 klack. Weil zum Beispiel bei COD gerade eben musste ich war dann irgendwann in der Mitte und ich musste richtig fest reindrücken, dass er schießt. Das ist so ein Kritikpunkt, wo ich sage, ja, es ist schön, wenn das funktioniert. Ihr seht, ich drücke drauf, schaut mal, keine Reaktion oder kommt mit einem Feind. Jetzt muss ich richtig fest draufdrücken, geht gerade nicht. Jetzt musste ich ganz schnell lösen. Ja, also ich musste lösen, jetzt schießt er natürlich schneller, aber wenn ich diesen einstelle, so auf die Hälfte irgendwo, jetzt geht er komplett durch, geht er, ja, aber irgendeine Stufe, ich weiß nicht, welche Stufe. Da jetzt zum Beispiel. Schaut mal, er schießt nicht. Ich muss richtig, ich kann nicht mehr drücken. Und das ist persönlich für mich ein Minuspunkt. Ansonsten bist du wirklich gezwungen, die unteren Tasten mit den Ringfingern, die oberen Tasten mit Mittelfingern zu spielen. Sobald man die Daumen auf dem Controller hat, ist man von der Ergonomie plötzlich höher. Mit dem Mittelfinger sind dann nicht die Finger, mit denen man gerne draufdrücken möchte, weil das sich dann sehr komisch anfühlt. Man klickt dann mehr mit den Ringfingern. Und die Sticks sind eindeutig etwas zu nah im Vergleich zum PlayStation Controller. Ja, er sitzt halt einfach richtig gut. Man muss sich daran gewöhnen. Tolle Funktionen, tolle Möglichkeiten. Das mit der drahtlosen Verbindung wundert mich noch ein bisschen. Ich ziehe da nochmal ein Update drauf, probiere noch ein bisschen rum. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann nehme ich ihn mit auf in den nächsten Test. Schreibt eure Meinung. Daumen nach oben. Ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.